klack, 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 klack. Es ist dieser Moment, wenn das Klackern langsamer wird und die Achterbahn seinen Zenit erreicht und in den Startlöchern sitzt. In diesem Moment solltest du nochmal alles genau beobachten, denn wenn dein Leben losgeht wie eine irre Achterbahnfahrt, dann fehlt dir die Zeit, die Dinge in Ruhe zu betrachten. Schemenhaft huscht alles an dir vorbei und trotzdem werden jetzt die wichtigsten Entscheidungen verlangt. Darum ist es wichtig, dass du die Welt beobachtest, während es noch klackert. Und es klackert gerade ganz doll in Deutschland. Irgendwas passiert hier und keiner begreift was. Ein Gespenst geht in Deutschland. Die Islamisierung des Abendlandes. Und auch ich bin heute hier, um euch zu islamisieren. Merkt ihr schon, wie ansteckend es ist? Wird euch nicht schlecht bei dem Gedanken an Schweinskopfsülze? Und euer Bier in der Hand, ist es nicht schon komisch schwer geworden? Seid ihr enttäuscht, weil ihr noch nie bei einer Blutrache dabei gewesen seid oder noch nie zwangsverheiratet wurde? Wenn dem so ist, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät und ihr habt euch schon so lichterloh mit Islam angesteckt wie Nazis ein Asylantenheim. Hallo Chef, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, Maschallah. Sie ungläubiger Bastard, merken Sie gerade bestimmt schon selbst, ich habe mich mit Islam angesteckt. Wie eine Grippewelle zieht die Islamisierung durch das Land und obwohl Pegida, Dugida und Perfide auf den deutschen Straßen davor waren, wurde bisher kein Gegenmittel gefunden. Schon vor vielen Jahren hat eine religiös-ethnische Gruppe versucht, die Kontrolle über das Abendland an sich zu reißen und wurde durch eine couragierte Gegenbewegung fast ausgebremst. Hat denn Deutschland nichts aus seiner Geschichte gelernt? Zum Glück gibt es diese wackeren Menschen, die sich aufbäumen und sich gegen diese Krankheit wehren. Sie stecken sich nicht mit Islam an, aber sie entwickeln eine Allergie. Eine Allah-Die. Diese Allergie äußert sich durch islamfeindliches Gemecker. Sie lieben und pflegen ihr Gemecker, weil dies Gemecker als subtile Aufforderung, wenn nicht sogar als Imperativ in Richtung aller Moslems gemeint ist. Hey Moslem, Gemecker! Aber bleib doch, komm nicht zurück, um unser Abendland kaputt zu islamisieren. Der Fachausdruck für diese Art von Gemecker nennt sich Islamentieren. Die Angst vor der Islamisierung ist berechtigt, denn viele meiner Freunde, die zu viel mit mir abgegangen sind, sind als Christ ins Bett gegangen und morgens als Moslem mit einem Vollbart aufgewacht. Neben noch Christ, jetzt schon Salafist. Dagegen hilft nur eine Therapie. Schon seit Jahren haben führende Leitmedien den Islam als Thema entdeckt und negativ darüber berichtet, aber hat es wirklich Früchte getragen? Nein! Der Großteil der Bevölkerung erkennt die Gefahr nicht und verharmlost den Islam. Wir merken gar nicht mehr richtig, dass wir unterwandert werden. Seid ihr euch überhaupt darüber bewusst, wo wir heute sind? Auf einem Poetry-Islam. Diese Dinge passieren schleichend, ohne dass man es merkt. Doch werfen wir einen Blick in die Kristallkugel. Unsere emsigen Propheten der Pegida haben durch einen Bruch im Raumzeitgefüge es uns ermöglicht, einen Einblick in das islamisierte Abendland in einigen Jahren werfen zu können. Und das, was wir sehen, ist erschütternd. Zum Beispiel die Werbung. Mullah-Milch, Mullah-Milch, die schmeckt. Mullah-Milch, Mullah-Milch, die weg, was in ihr steckt. Islam! Rama heißt jetzt Ramadan. Die ideale Margarine für die Fastenzeit, denn die Verpackung lässt sich nur öffnen, wenn die Sonne im Abendland untergegangen ist. Die Islamisierung des Abendlands ist auch deutlich bei Prominenten zu erkennen, denn zuerst wurde aus Cassius Clay Muhammad Ali und aus Cat Steven Yusuf Islam und heute ist es Philipp Islam und Kevin Kohani. Santanas Lied wurde nachträglich umgeändert und er singt nur noch Sharia, Sharia. Reminds me of Islam Story. Was born in Wuppertal. Sogar unser Nationalgericht wurde von Hummus verdrängt. Nie wieder Döner. Und der aktuelle Nummer 1 Hit in der Zukunft von der Gruppe Mekka und Medina geht so. Wir sind gekommen, um euch zu islamisieren. Ich und meine Brüder werden euch indoktrinieren. Wir sind gekommen, um euch zu infiltrieren. Wehrt euch nicht dagegen, sonst werden wir explodieren. So sieht die düstere Zukunft aus. Minarette sich, wer kann, meine Freunde? Und sagt den Moslems, sie sollen mal auf dem Teppich bleiben. Nein! Sie sollen vom Teppich runter, meine ich. Und was mache ich hier? Ich bin ein Selbstwortattentäter. Subjekt, Objekt und Prädikat bilden einen Satz.
Und wenn ich euch islamisiere, dann hefte ich an ein Subjekt, ein Objekt mit Prädikat und bilde einen Sprengsatz. Doch ich spüre den rauen Wind, der mir die Lippen spröde beißt. Und ich weiß, es kommen härtere Tage und auch ich muss den Sprenggürtel enger schnallen. Deutschland ist erwacht. Ein schlafestrunkener brauner Drache, der seine Flügel emporschwingt und nach allem mit Feuer spuckt, was es nicht verstehen will. Und alles, was brennt, ist auch schuldig. Wie bei den Hexen früher. Hört ihr, wie das Feuer so romantisch knackt? Knack, 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 knack. Klack, 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 klack. Es ist dieser Moment, wenn das Klackern langsamer wird und die Achterbahn seinen Zenit erreicht und in den Startlöchern sitzt. In diesem Moment solltest du nochmal alles genau beobachten, denn wenn es losgeht wie eine leere Achterbahnfahrt, dann fehlt dir die Zeit, die Dinge in Ruhe zu betrachten. Schemenhaft huscht alles an dir vorbei und trotzdem werden jetzt die wichtigsten Entscheidungen verlangt. Darum ist es wichtig, dass du die Welt beobachtest, während es noch klackert. Denn nur dann hast du die Möglichkeit auszusteigen, bevor es bergab geht.